Ich bin der Markus Winkelhock, Audi-Fahrer fürs Team Phoenix. Heute erkläre ich mal den sogenannten E-Restriktor, den wir bei uns im Auto haben. Wir haben die BOP, Balance of Performance, das heißt, alle Autos werden eingestuft, dass kein Auto zu schnell oder zu langsam ist, dass es so fair wie möglich für alle Fahrer, für alle Teams ist. Und der sogenannte E-Restriktor, der sitzt hier, wenn man mal drauf schaut. Hier ist der Luftfilterkasten. Die Luft wird angesaugt zum Motor und der E-Restriktor, wie der Name schon sagt, wird die Luft wird restricted, also die Luftmasse, die angesaugt wird vom Motor, wird begrenzt und das nimmt uns, wenn wir zu schnell sein sollten, ein bisschen Leistung auf der Geraden. Wenn wir etwas zu wenig Speed haben auf der Geraden, können die Leute vom DMSB sagen, okay, der Audi kriegt ein bisschen größeren E-Restriktor, dass die ein bisschen mehr Leistung haben und den gleichen Speed auf der Geraden fahren können wie die anderen. Für die Fairness für jeden.